So Leute, das ist der Ferrari. Nicht, nein, das ist er nicht. Nehmen kein Portofino, aber. So, heute nehme ich euch mit. Wir holen einen neuen Ferrari ab. Und ich persönlich würde mir nie Luxus kaufen. Irgendwas Luxuriöses mit hart erarbeitetem Geld. Niemals. Ich habe zum Beispiel, bis ich, glaube ich, 22 war, hatte ich keine originalen Nike-Schuhe. Ich habe mir nie was gekauft, was nicht reduziert war. Und ich war ultra sparsam. Ich glaube, ich hatte das allererste Mal mit 23 einen Drink im Club, den ich selber bezahlt habe. Sonst immer vorglühen. Und ich habe wirklich immer alles gespart. Und ich habe das ganze Geld, wofür ich gearbeitet habe, im Straßenbau, als Möbelpacker, alles Mögliche. Ich habe dieses ganze Geld investiert. Zunächst natürlich in mich selber, in Bildung, dann in eigene Unternehmen, in Consulting, in Beratung etc. Und dann aber auch in Investments. Das heißt also in Immobilien, sonstige Wertanlagen. Und nur aus Geldern, die aus Investments generiert wurden, habe ich auch dann angefangen, Luxus zu konsumieren. Also da ist meine Philosophie ganz klar, niemals mit hart erarbeitetem Geld Luxus kaufen, sondern immer erarbeitetes Geld investieren und dann das passive Einkommen, hoppla, zu einem geringen Teil für Luxus hernehmen. Und genau sowas machen wir auch jetzt. Jetzt holen wir einen neuen Ferrari ab. Richtig geile Farbkombination. Ihr werdet gleich, könnt gespannt sein, euch wird es gleich gefallen. Drei Lambos. Schreibt mal in die Kommentare, gefällt euch der Urus besser? Das ist, glaube ich, ein Aventador SVJ Cabrio. Ja, so wie wir in Coupé haben. Und das ist ein Huracan, glaube ich. Was haben wir hier? Lauter Rolls Royces. Verstehe. 2,7. Schaut geil aus. Leute, das Grün, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das Grün in echt aussieht. Es sieht so super aus, in echt. Ah, und der hat auch grün innen. Der andere hat rot innen. Das ist ein Urus, auch eins meiner Lieblingsautos. Richtig geil. Cullinan, Leute. Schaut mal das an. Was kostet der? Ratet mal. Boah, krass. Da drüben steht das Auto. Schaut. Vielleicht kann auch schon der eine oder andere raten, was es ist. Aber wir schauen davor noch kurz, bis der Christoph kommt, ein, zwei andere Sachen an. Kommt mal mit. Ihr habt jetzt nochmal einen neuen Bugatti bekommen. Jetzt sind es zwei Bugattis. Außerdem, die GoLuxury Tour fällt zwar jetzt aktuell aus, aber sobald es eine GoLuxury Tour gibt, ja, ich werde mal hier den Instagram-Namen reinmachen vom Christoph und auch von GoLuxury, dann müsst ihr unbedingt mit dabei sein. Und ich will euch kurz hier ein paar coole Sachen zeigen. Kommt mal mit. Und zwar, er hat hier einen Panzer, schau her. Ein Panzer und Palmen. Und, kennt ihr doch das hier, Leute? Das ist, glaube ich, ein Lamborghini Countach, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ein Diablo. Diablo oder Countach? Ich glaube, das ist ein Diablo. Ich glaube, das ist ein Diablo. Und dann gibt es noch einen anderen, der müsste ja auch rumstehen. Das ist ein Countach. Und dann gibt es noch der hier, das ist, glaube ich, ein Murcielago. Genau, der erste, ja. Das ist ein Murcielago, genau. Und dann gibt es noch da drüben die ganzen Rolls-Royce Phantom Drophead. Da eine ganze Reihe mit Rolls-Royce und auch eben da drüben dann noch die Maybachs, die alten. Noch eine coole Sache, da bin ich auch schon drin mitgefahren. Das ist auch aus dem Video von Shindy. Zeige ich euch noch ganz kurz und dann werden wir auch das Auto zeigen. Ja, das ist ein neues Auto. Und zwar hier drüben. Die müsst ihr mal sehen, Leute, richtig geil. Das hier ist ja der 6x6, okay? 6x6. Und der hier ist ein, im Endeffekt so ein 4x4, aber als Maybach Landau Lee. Das heißt also, ihr habt hier hinten drin die Maybach-Sitze und Cabrio. Also das ist eine G-Klasse Maybach Cabrio
ultra bequemen Sitzen hinten drin, richtig geil. Es gibt noch eine geheime Halle, Leute, das wusste ich gar nicht. Also neben der Halle hier, ja, in der G-Klasse, gibt es auch sogar noch eine komplett weitere Halle. Ja, Wahnsinn. Reifen sind hier auf jeden Fall genug. Oh, da stehen ja auch noch lauter Sachen. Da ist ja auch noch mal ein Portofino. Schaut aus wie ein Urus, oder? Wahnsinn, ein gelber Urus, Portofino, nicht schlecht, hey, nicht schlecht. Weißer Aventador auch noch. Ist das ein, das ist nur ein SLS, oder? Da kenne ich an den Felgen. Boah, rote SLS, ja geil. So Leute, das ist der Ferrari. Nicht, nein, das ist er nicht. Nehmen keinen Portofino, aber das wäre auch cool, oder? Marcel, mach mal auf. Oh, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's neblig. Dark. Oh, jetzt wird's heiß. Dark. Oh, jetzt wird's heiß. Bist du ready? Bist du ready, ja? Bist du ready? Bin ready. Seid ihr auch ready? Ja. Ja. Dann legen wir los. Ja, Wahnsinn, schaut das geil aus, ha? Ja, Wahnsinn. Kommt sogar unten raus, der Dampf. Kommt der ganze Dampf sogar unten raus. Innen ist jetzt dampffrei. Dampffrei, ja, hier mal rein. Ja, Wahnsinn. Das ist ja 10-mal bequemer wie der Lambo. Ja, wenn du jetzt älter wirst, ne, ich meine, auch du bleibst nicht ewig jung. Und darum haben wir uns gedacht, mal was Bequemes für den Karl. Vor allem, wenn auch mal der Rücken wehtut, vor dem ganzen Geldsack, den man tragen muss die ganze Zeit. Und das ist einfach der Lambo, weißt du? Ja, Wahnsinn, hä? Okay, richtig, richtig geil. Mein vielen, Freund. Vielen Dank. Haut zu sagen. Genau, die Cupholder sind auch da. So, die Cupholder sind auch da, so würde ich aber nicht losfahren wollen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren das Auto raus, weil nur draußen können wir eine Auto-Rundgang-Tour machen, weil jetzt haben wir zu viel. Das Geile ist auch hier, aus den Lufteinlässen, wo es rausnebelt. Ne? Ja. Das ist ja ultra geil. Da können wir uns so ein Zurück in die Zukunft drehen. Ich würde sagen, Karl, fahr uns doch mal zurück nach 2019, bitte. Geil, hey! Kleine Show noch für YouTube, Leute. Jetzt wäre ich fast in den reingefahren, ja? Okay, also vom Fahrgefühl her jetzt kein SQP, aber ich muss schon sagen, halt auch wie der F12, die ist einfach nochmal deutlich bequemer wie jetzt die Lambos und sogar noch bequemer wie so ein 488, also schon richtig geil. Jetzt filmen wir hier nochmal kurz außen rum. Vielleicht Gratulation mal. Erstmal. Vielen Dank, ja. Und also, mein allererster Ferrari war ja ein F12. Und was sind hier die großen Unterschiede? Also einmal der F12, der hat hier nur so ein, also beim F12, der ging es hier durch, Lufteinlässe. Ich finde aber den auch von außen richtig geil, schaut richtig super aus. Dann, Für Karl, schau mal hier, wir wachsen alle und die Nachwuchsgeneration, die fährt dann jetzt F12. Genau, ne? Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht so, also vom Optischen her gar kein so ein Riesenunterschied, gell? Hinten, also das Heck ist komplett anders. Das Heck ist ganz anders, aber nach wie vor trotzdem zwei Rohre. Auf jeder Seite. Zwei Dinge, ja. Ah, ich glaube der F12 und, hat und nur und weißt einen, du, was die auch noch gemeinsam einen, genau. haben? Vier Räder. Genau, vier Räder haben sie beide, ja. Vier Räder. Und weißt du warum? Ja. Weil das Pferd auch vier Hufe hat. Genau, das ist und der hat nicht mehr dieses Bremsding aus der Formel 1. Und du kannst das ist auch nochmal ja. vom Aussehen markanter Unterschied. Und was ich einfach noch schöner finde, ich finde ihn halt einfach innen drinnen schöner.
Ich finde den innen drinnen schöner. Ich finde das mit dem Carbon und alles. Jetzt lassen wir noch kurz den Autoexperten, den Christoph Zitzmann, ein paar Worte verlieren. Ja, den wir natürlich außerdem auch verlinken, ganz klar, so wie immer. Godakschul-Tour können wir leider keine große Promotion machen, weil wir wissen, wegen den Zeugen Coronas wissen wir ja nicht, wann die uns wieder rauslassen. Ja, und die Inzidenzen steigen, das darf man nie vergessen. Und ich finde, wir sollten alle vorsichtig sein und sollten uns auf gar keinen Fall treffen. Zum Glück haben wir uns heute früh beide gemeinsam testen lassen. Das ist mal ganz wichtig, sonst würden wir nie so nah beieinander stehen. Was ich richtig geil finde, ist dieses Felgendesign mit dem polierten Aluminium, mit dem lackierten, kommt richtig geil rüber. Das Auto hat halt Performance ohne Ende und es ist einer, der wirklich mit Sicherheit letzten reinen Verbrenner als 12-Zylinder von Ferrari. Es wird immer mehr auf Hybrid oder Elektro hinausgehen und das ist halt ein bisschen so, es sind keine Emotionen mehr. Es mag grün sein für die Umwelt oder auch nicht. Wer weiß, was die Kinder im Kongo da so aus der Erde kratzen müssen, die armen Kerle. Aber die Emotionen sind einfach weg bei Elektro. Es ist ultra geil, es ist ein Schmuckstück, es ist Kunst, es ist ein Kunstwerk. Und nur in Kunst kann man sich verlieben. Und es ist so geil, allein die Tür aufzumachen, da reinzugehen und mal anzulassen, wenn man den Schlüssel hätte, Karl. Ah, der liegt da, sehr gut. Ist doch ultra geil. So ein Knöpfchen und dann ein Sound. So schön. Einfach auch, er riecht richtig neu, Carbon, LEDs, Leder. Richtig edle Materialien. Es ist einfach ultra geil. Wir fahren zum Maybach. Wir fahren jetzt ins Fit One und schauen uns da den neuen Standort in Nürnberg an für die nächste Juicery. Weil trotz der aktuellen Situation müssen wir natürlich expandieren. Und wir haben jetzt schon einen weiteren Laden gemacht in der Umgebung von Stuttgart. Wir bauen in Wien. Wir fangen jetzt auch demnächst an, in Zürich zu bauen. Und jetzt fangen wir eben auch an, in Nürnberg zu bauen. Es muss einfach weitergehen. Schauen wir uns gleich die neue Location an. Vorne kann man schon mal sehen, Fit One Nürnberg. Und wir sind hier wirklich mitten in der Stadt drin. Thai-Massage, schon mal cool. Haarsalon brauche ich persönlich nicht. Und hier sind wir wirklich mitten in der City drin. Also eine sehr gute Lage. Plus ein Gym natürlich mit mehreren tausend Mitgliedern. Das sollte sich sehr gut auswirken auf die Besucherzahlen. Denn da steht jetzt, wie ihr sehen könnt, Food One, okay? Und genau da, wo das jetzt gerade ist, ja, Food One, da kommt eine Juicery rein mit Außensitzplätzen hier und da oben ist dann das fünfstöckige Gym, wie ihr sehen könnt. Da wird gerade was Neues gebaut, so schaut's aus. Wir sind dann hier drin, das kann man sehen, ja? Da kommt jetzt die neue Juicery rein, da geht's zum Fitnessstudio und hier wird der Außenbereich, also auch sehr cooler Außenbereich, dann hier der gesamte Innenbereich und dann das ganze Gym. Also ich finde es super. Da habt ihr also mal so ein ganz kleines, grobes Juicery-Update. Supplements läuft, Merchandise läuft, Küchengeräte kommen. Außerdem schaut mal her, einen fetten Kratzer reingemacht hier in den Maybach. Richtig brutal. Neue Juicery-Läden kommen, also das Geschäft läuft. Und Live-Bildung und Essen-Partner-Updates gibt es dann nachher noch. Wir müssen sogar noch nach Paris fahren später, also es ist einiges los. Jetzt möchte ich noch kurz ein paar Dinge hier innen zeigen und zwar ganz cool diese Düsen. Dann haben wir hier die ganzen Knöpfe, Lichtknöpfe und dann die ganzen Dinge wie Tempomat, Abstandsregler etc. Hier, das ist neu, das ist richtig cool. Hier zum Aufmachen, Sitzeinstellungen und dann hinten aufmachen. Und jetzt habe ich die Sitze, wo man hier schon alles verstellen kann. Jetzt folgendes und zwar, wir haben hinten hier auch ein Rädchen und wir haben da hinten ein Rädchen, wo ich hier unterschiedliche Dinge einstellen kann. Und das Coole ist hier, ich habe natürlich Wet-Modus, Sport, Race, alle Modi und ich kann alles hier einstellen. Ich kann hier, kann ich runterschalten, da kann ich hochschalten, hier kann ich blinken, dann habe ich einen Fensterwischer, habe ich hier, hinten habe ich einen Controller, da habe ich hinten einen Controller und dann alle weiteren Sachen hier. Also Revve habe ich hier oben eine Leiste, ich habe hier drüben eine Leiste, so schaut das Ganze innen aus. Ich habe viel mehr Platz oben am Kopf, wie bei einem Lambo zum Beispiel. Und habe ich hier noch richtig schön Platz. Ich bin also auch schon mal mit dem F12 damals, bin ich von Stuttgart nach Polen, nach
Berlin nach Hamburg und wieder zurück nach München. Und solche Touren kann man da fahren. Kurzer Boxenstopp hier. Und ich will dieses Video noch kurz abschließen. Und zwar, wir haben jetzt den Vlog gemacht, Luxusurlaub in der Schweiz. Beim nächsten Video kommt ein richtig cooler Ski-Vlog und noch auch weitere Business-Themen. Und dann kommt danach noch ein weiteres neues Auto, was ich mir jetzt gegönnt habe. Auch primär natürlich fürs Vertriebsteam. Und was jetzt kommt, ist ein kurzer Ausschnitt von einer Esson Partner Beratung. Wir haben ja zwei primäre Themen. DSA, also Agentur, Aufbau, Franchise-Partner von uns werden, für Leute, die sich selbst nicht machen wollen oder für Agenturen, die einfach sagen, wir wollen ein anderes Geschäftsmodell fahren, was lukrativer und sinnvoller ist. Und auf der anderen Seite bei Esson Partner, da beraten wir ja Unternehmen. Das heißt also, Esson Partner ist unsere B2B-Sparte und DSA ist unsere Franchise-Agentur-Ausbildung. Wir haben jetzt einen da, der konnte seinen Gewinn schon um weit über 100.000 Euro steigern. Vertriebsprozesse, Marketingprozesse, aber auch interne Prozesse und Mitarbeitersysteme verbessern. Und da zeigen wir jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt. Und wer dann das volle Video sehen möchte, der kann dann unter diesem Video hier auf den Esson Partner Kanal gehen. Und das möchte ich auch noch ganz kurz erklären. Hier der Karl S. Kanal, das ist der Vlogging Kanal. Da zeige ich einfach nur Vlogs, mein Leben, Business Updates etc. Dann gibt es den Live Building DSA Kanal. Der ist für DSA-Partner und für Leute, die sich selbstständig machen wollen. Und dann gibt es den Esson-Partner-Kanal. Und beim Esson-Partner-Kanal, da zeigen wir primär fachliche Themen im Bereich Vertrieb, im Bereich Marketing, im Bereich Datenverarbeitung, Buchhaltungssoftware, Mitarbeiterthemen, strategische Unternehmensthemen. Ich sehe, da will schon einer jetzt hier weiter. Der will hier kurz rein. Zack. Hoppla. So, da zeigen wir also solche Themen und vor allem auch zeigen wir dort unsere Kunden. Also auf dem Esson Partner Kanal und auch auf dem DSA Kanal zeigen wir jede Woche neue Kunden, dass man eben auch sieht, was wir für Resultate produzieren. Hinter uns fährt der Maybach, sehr schön. Genau. Wenn du also Unternehmer bist und dich die ganze Case Study interessiert, dann schau dir jetzt einen kurzen Abschnitt an und schau dir dann das volle Video auf dem Esson Partner Kanal an. Das ist hier unten verlinkt. Und wenn du auch ein Unternehmen hast, wenn du Unternehmer bist und du möchtest mit uns ein Beratungsgespräch machen, dann ist das unter dem anderen Video verlinkt. Das heißt also, klick das andere Video an, dann bekommst du alle möglichen Case Studies zugeschickt. Du bekommst einen Slot für einen gratis Beratungstermin eingetragen und dort schauen wir uns an, wie aktuell dein Vertrieb, deine Marketingprozesse ablaufen, wie aber auch vor allem deine internen Prozesse ablaufen. Denn es ist tatsächlich bei uns so, dass ungefähr 70% unserer Kunden, die wir beraten, eher folgendes Problem haben. Sie sind schon ausgebucht, aber sie brauchen mehr Mitarbeiter, sie brauchen bessere Mitarbeitersysteme, allgemein auch digitale und optimiertere Prozesse. Und sie wollen eben ihr Unternehmen vielleicht mal verkaufen, einen Geschäftsführer einsetzen. Das sind so die Themen. Und dann 30% unserer Kunden, die wollen mehr Umsatz machen, mehr Wachstum, die wollen primär mehr Marketing und Vertrieb. Und schau dir also gerne jetzt diesen Ausschnitt an, schau dir gerne das nächste Video an, melde dich dann bei uns, wenn es Fragen gibt, einfach mir eine persönliche Nachricht auf Instagram schreiben. Jetzt viel Spaß beim weiteren Videoverlauf, bis dann. Und da haben wir einfach gesagt, um mal da direkt zur Maßnahme zu kommen, dieser erste Schritt, der sollte eigentlich digital sein oder zumindest am Telefon, ja, dem Kunden erstmal durchzuqualifizieren und zu schauen, möchte der Kunde jetzt gerade die Anlage kaufen, hat er überhaupt das ausreichende Dach etc., dieses Qualifizierungsgespräch. Und dann macht ihr, glaube ich, sogar ein digitales Gespräch, wo das Dach auch gezeigt wird, oder? Also wir lassen uns Bilder schicken vom Kunden, schauen uns auch über Google zum Beispiel das Dach an sich. Genau, ja. Also wie viel Zeit spart ihr jetzt bei diesem Vertriebsprozess? Wie viel Geld spart ihr und wie viel höher ist die Abschlussquote jetzt konkret? Also das kann man wahrscheinlich gar nicht messen, weil es wirklich so war, wie es der Tim gesagt hatte. Wenn da irgendeiner in Buxtehude die Hand gehoben hat, bin ich da eine Stunde hingefahren, habe da mir das Dach angeguckt und das Ding und habe dann gemerkt, der will ja gar nicht. Oder das ist ja einer, der ist total unqualifiziert vom Verkauf an sich. Und da habe ich halt einfach das Ganze umgeschmissen und habe gesagt, ich muss den Kunden so weit vorqualifizieren, bevor ich da überhaupt mal rausfahre, um dann zu gucken, hey, will der das überhaupt? Oder ist es einer, der einfach mal so, ja,
schicke mir mein Angebot und dann lege ich es neben 10 andere und entscheide am Ende doch, ich mache mir lieber einen Vorgarten neu oder so. Also da haben wir auf jeden Fall einiges gemacht. Wie gesagt, Zeitersparnis extrem. Also ich habe halt einfach dafür Zeit gehabt, dann andere Kunden reinzuschieben, die halt dann konkreteres Interesse hatten. Ja. Also von dem her unbezahlbar quasi. Ja, ja, genau. Also man hat es ja auch gemerkt, wir konnten dann die Preise bei euch auch anheben, ne, weil Anfragen waren ja nicht das Problem, nur die dann durchzuqualifizieren. Also das Thema Qualifizierung im Vertrieb und auch das Thema Vorangebotsgespräche. Zu viele, gerade Handwerker, schicken einfach Angebote raus, die liegen dann mit 5, 6 anderen Angeboten beim Kunden auf dem Tisch. Und das ist dann quasi reiner Zufall, welches Angebot der Kunde nimmt. Vorangebotsgespräch ist ein Riesenthema. Und dadurch, dass der Verkaufsprozess eben größtenteils dann digital funktionierte, konnte man natürlich mehr Gespräche führen. Dann haben wir die Absatzzahlen auch um über 300% steigern können. Ja? Und außerdem die Marge natürlich, weil einfach insgesamt auch im Unternehmen, kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was wir auch im Unternehmen optimieren konnten, weil die wurde ja auch um über die Hälfte oder um das Doppelte erhöht, die Marge, also einfach Vertriebsprozess verkürzt und optimiert. Und was war noch im Unternehmen, was wir noch machen konnten? Gut, also grundsätzlich einfach mal die Preise zu erhöhen, weil ich am Anfang immer so das Framing hatte, ich muss mit dem Preis konkurrenzfähig sein, was aber eigentlich nicht so ist. Also wir erhöhen jetzt konsequent alle 2 bis 3 Monate mindestens unsere Preise. Mhm. Und dann haben wir halt auch geschaut, wie wir interne Kosten senken können, wie wir vielleicht bessere Einkaufspreise bekommen oder einfach nur Zeit sparen. Das war ja eigentlich dann auch indirekt dadurch ein Teil davon. Und haben dann so im Prinzip die Marge und den Gewinn dann auch erhöhen können. Ja. Wir sprechen jetzt gerade sehr viel über das Thema Zahlen. Also wir haben jetzt einmal dafür sorgen können, dass man in weniger Zeit viel mehr der Anfragen bearbeiten kann. Man kann die Anfragen in kürzerer Zeit bearbeiten, man kann eine höhere Abschlussquote erzielen, man kann einen höheren Preis durchsetzen und auch selber im Einkauf mehr sparen. Man kann unnötiges Hin- und Herfahren sparen. Das heißt also, die Marge verbessert sich, man hat mehr Zeit, das Unternehmen läuft flüssiger. Jetzt haben wir sehr viel über Zahlen gesprochen, aber wie fühlt sich denn das Ganze jetzt auch für dich an? Also wie schaust du jetzt auf dein Unternehmen und was hat sich da auch irgendwie verändert vom Feeling her vielleicht? Also auf jeden Fall fühlt man sich deutlich besser, weil man nicht immer so das Gefühl hat, ich bin jetzt umsonst hier 3 Stunden rumgefahren. Dadurch natürlich, dass mehr Gewinn da ist, sind wir natürlich jetzt auch in der Lage, das Ganze dann mehr zu skalieren, beziehungsweise dann auch die nächsten Schritte einzuleiten. Weil wenn ich jetzt länger, ich nenne es jetzt einfach mal, rumgeeiert hätte, hätte das wahrscheinlich noch deutlich länger gedauert, bis wir da die weiteren Maßnahmen einschlagen können, sage ich mal.